So, die nächsten zwei Tage verbringe ich an einem relativ abgelegenen Ort, ohne Handynetz, ohne WLAN, ohne Supermärkte sogar in der Nähe. Das heißt, man muss sich jetzt echt überlegen, was wir die nächsten zwei Tage essen. Und dann ist auch der Tangaroa Walk dran, das heißt, es sind 19 Kilometer, aber über eine der schönsten Naturgegenden überhaupt in Neuseeland. Das zählt auch zu fünf bestimmten, Wie heißen nochmal diese fünf Plätze der Welt? Keine Ahnung. Fünf besten Day-Hikes. Ja, was ist dieser Hike? Dieser Hike ist einer der fünf besten Day-Hikes auf der Welt. Ja, das heißt, es gibt so einen ähnlichen Ort nicht nochmal irgendwo auf der Welt. Und das werden wir auch machen. Und auch dafür muss man Essen einplanen. Aber morgen Abend möchte ein Chinese unter uns eigenes Essen zubereiten. Und heute Abend machen wir gefüllte Paprika. So, ich bin jetzt hier auf der Blue Duck Station angekommen. Das ist wirklich irgendwo im Nirgendwo. Man ist über eine Stunde einfach nur durch irgendwelche Landwege gefahren. Und hier gibt es im Prinzip kein Handynetz, nicht mal für Notrufe, kein Wi-Fi, gar nichts. Einfach nur chillen. Und man kann hier verschiedene Aktivitäten machen. Das heißt, es ist ein riesiger Bauernhof. Das Gelände ist unglaublich groß. Man kann hier jagen gehen, Pferde reiten, Tontauben schießen, alles Mögliche. Ich werde die Tage einfach nur nutzen, um ein bisschen zu chillen, ein paar Vlogs zu schneiden oder nur einen, je nachdem, wie weit ich komme. Ich glaube nämlich, wir haben hier nicht mal Zugriff auf Strom. Aber ich bin sehr gespannt, wie das hier wird. Und jetzt wird erstmal gechillt. Was jetzt passiert und wie wenig wir darauf reagieren, ist uns erst im Nachhinein aufgefallen. This is really, really actually, good. I like this music. This is really, really actually, good. I like this music with this view. Yeah, awesome. It fits perfectly together. Mega lustig, wie ihr wisst, bin ich hier irgendwo im Nirgendwo und ausgerechnet hier habe ich Nadine und Roman von Reisegedanken getroffen. Die beiden haben auch einen YouTube-Kanal und sind da schon seit einiger Zeit am Vloggen und haben auch schon den ein oder anderen Erfolg hinter sich bringen können und konnten mir daher auch einige coole Tipps geben und auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön für eure Tipps. Ja. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und verbringen jetzt noch den Abend zusammen. Kein Internet und nichts zu tun? Was daraus am Abend wird, seht ihr jetzt. 3, 2, 1, go! Konstantin ist glücklich. Carlton, unser Freund aus Hongkong, hat sich die Mühe gemacht und für uns alle ein komplettes chinesisches Gericht zusammengekocht. Und dazu war das Fleisch, das verwendet wurde, also für Vegetarier gab es andere Sachen, aber das Fleisch, das verwendet wurde, war auch noch selbst gejagt. Das heißt, hier gab es auf diesem Bauernhof so einen Jagdkurs heute und dort wurde dann eben eine Ziege geschossen und die wurde dann jetzt auch hier verwendet und für auch alle anderen benutzt und auch andere Teile von ihrem Restaurant dieses Bauernhofs. Also ziemlich cooles Erlebnis.